werde ich zum Monster, wenn ich das Monster töte? Ich hoffe doch! Wenn du tot bist, werden wir dein Fleisch! Ein Bursche! Du weißt doch, wie sehr ich es liebe, dich zu töten, Waldläufer. Aber am meisten freue ich mich immer auf die stille Zeit nach der Aufregung. Deine Leiche wird mir eine Beförderung einbringen. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse. Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Mehr braucht man nicht. Wenn du mich beißt, beiß ich zurück! Öffnet den Käfig! Mein Monster ist hinüber! Besorgt mir noch eins, oder ich nehme einen von euch! Meister ist durchgedreht! Mein Junge! Och, mein Liebster, du kommst immer wieder zu mir! Du bist so loyal! Nun stirb noch mal für mich!
Wie viele Uruks kannst du im Tod befehligen? Ich rieche etwas. Ich sicher Gespenster. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Rüstmeister hat schon so viele Waffen gefertigt, dass er einen ganzen Wettstein verschlissen hat. Wir haben ihm ja auch ständig neue Vorräte herbeigeschafft. Ja, mit der alten Faulenzerei ist's vorbei. Konkurrenz. Menschendreck! Schätz dich glücklich, wenn du stirbst, bevor du auf den Tisch kommst! No!
ihn! Töte ich persönlich! Als würde jemand Uruks töten. Weitläufer! Ihm nach! Seht über uns! Die Narbe von dir brennt weiterhin heiß und tief. Letztes Mal warst du leicht zu töten, Waldläufer. Wieso meinst du, sollte es diesmal anders sein? Wir reißen dir die Knochen raus und fertigen Flöten aus ihnen! Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen.